Genau. Ich muss noch sagen, für mich war das Jahr 2022 tatsächlich eins der Motorradjahre. Ich habe mal durchgezählt, 5 Motorräder habe ich gekauft, verkauft. 2 habe ich noch. Dann bin ich auch sehr viel gefahren. Ne, wir sind hier sehr viel rumgefahren, getourt. Mit anderen Freunden habe ich noch Ja, servus Leute, zu unserem mehrteiligen Weihnachtsspecial. Aber wir haben direkt eine Frage an euch. Denn erstens, könnt ihr uns eine richtig gute Willi-Schule empfehlen? wenn möglich in Baden-Württemberg. Wenn möglich in Baden-Württemberg, genau, das wäre sehr, sehr toll. Und vor allen Dingen könnt ihr uns auch eine gute Enduro-Schule empfehlen. Und zwar nicht unbedingt das Hardcore-Enduro, sondern für Adventure-Bikes. Enduro wandern. Enduro wandern quasi, genau. Schreibt es uns bitte in die Kommentare, wenn ihr gute Empfehlungen habt. Ansonsten gerne ein Like und ein Abo da lassen, würde mich sehr freuen. Ansonsten geht es los. Los geht's. Da war auch schon der Kameraakku leer. Wir hoffen, dass wir jetzt einen guten Anschluss filmen können. Wir sind stehen geblieben im Jahr 2022, dein Bike-Jahr. Genau, ist das coolste Jahr seit Jahrzehnten. Also wie gesagt, ich habe in dem Jahr 5 Bikes durchgekauft, verkauft, 2 habe ich jetzt noch. Und es sind auch schon wieder welche in Planung, mal schauen. Aber ich habe in diesem Jahr auch so viele Probefahrten gemacht wie noch nie in meinem Motorradleben. Und zwar, weil ich die BMW F650 GS habe, habe ich mich natürlich auch ein bisschen mit der Marke BMW beschäftigt. Und dann gab es in Mannheim beim Lewis eine Probefahrt mit dem örtlichen BMW-Händler. Und dort bin ich dann natürlich die große Schwester gefahren. Die hat mich interessiert, die BMW R 1250 GS mit dem Boxermotor. 136 PS hat die. Klar, Design ist Geschmackssache. Aber ich wollte einfach mal fahren. Und ich muss sagen, das Fahrgefühl war, ja, das hat mich echt vom Hocker gerissen. Das war Wahnsinn, was dieser Boxermotor für eine Leistungsentfaltung hat. Auch die elektronischen Fahrhilfen, die Fahrmodi, das geht wirklich sanft und ist easy zu fahren, easy zu handeln. Du hast immer die Kontrolle. Ist natürlich ein schweres Bike und auch der Boxermotor. Ja, du hast ihn ja quasi unten vor deinem Knöchel oder vor den Füßen. Das stört vielleicht ein bisschen beim Abstellen. Wenn man anhält und möchte das Bike abstellen, dann ist das ein bisschen im Weg. Ist vielleicht eine Gewohnheitssache, aber rein vom Fahren her ist echt Hammer. Also auf der Straße, Touren mit Gepäck könnte ich mir super vorstellen. Du hast immer genug Leistung, souveränes Bike, Hammer. Claro, jetzt fürs Gelände wäre es jetzt nicht mein Ding, wäre mir zu schwer. Und preislich ist natürlich neu, ist auch eine Ansage. Muss man haben, wenn man es hat, kann man es empfehlen. Weißt du, was ich bei der aktuellen großen GS total strange finde? Was? Dass du den linken Blinker links betätigst und den rechten Blinker rechts. Total strange. Genau. Dann, ja, ich habe mich quasi für die GS angemeldet, aber ich hatte noch Zeit und zwar nicht viel los. Und dann bin ich noch die R18 gefahren. Das ist ja sozusagen der Cruiser oder Chopper. 1800 Kubik, 158 Newtonmeter. Und ich bin vorher in meinem Leben noch nie einen Cruiser gefahren, noch nie einen Chopper gefahren. Aber es war so reine Neugier. Und ich muss sagen, die hat von unten raus so ein Punch, so ein Bums. Das macht echt Laune. Also, ich könnte den ganzen Tag nur zwischen 30 und 50 km/h rumfahren und dann so bum, 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 bum. Und echt die Leute am Straßenrand, die erschrecken sich, wenn du da so Gas gibst und raus beschleunigst. Caro, du hast keine Kurvenfreiheit, du musst anders in die Kurven gehen. Also mit dem Cruiser zu fahren, es ist ein anderes Motorradfahren. Du musst dich anders drauf einstellen, aber ist interessant. Also, wenn man es sich leisten kann, dass man mehrere Motorräder hat,
könnte ich mir auch vorstellen, dass da auch ein großer dabei wäre, weil dieses unten raus Beschleunigen, das hat was. So, dann habe ich noch Probefahrten gemacht in Hockenheim, Hockenheimring. Da war das Finale der IDM, Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft, und ich habe mich angemeldet für die Kawasaki Ninja H2XSE. Das ist die Maschine mit dem Kompressormotor, 200 PS. Und dann ist ja die Tourenmaschine. Man hat eine sportliche Sitzposition, aber trotzdem geht es mit dem Kniewinkel. Also nicht so wie bei einer richtigen Sportmaschine oder bei einer Rennmaschine, wo man extrem Kniewinkel hat. Das war eigentlich recht gut. Ich wollte die Maschine gern ausfahren, bin auf die Autobahn gefahren, aber es war Stau. Hätte gern die 300 km/h geknackt, aber war leider nicht möglich. War interessant mit diesem Kompressormotor. Das war auch eine interessante Erfahrung, weil der auch wirklich so einen Punch hat, wenn der Kompressor einsetzt, und auch so ein bisschen so ein Pfeifen oder so ein Zwitschern. Also war eine interessante Erfahrung. Dann bin ich noch die Kawasaki Versi 1000 SE gefahren, das Adventure Bike. Ich weiß gar nicht, wie man das überhaupt ausspricht. Ich glaube, Versus. Versus, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja. Da war ich tatsächlich enttäuscht. Enttäuscht war ich, weil der Zweizylindermotor sehr laut ist. Also, das fand ich echt störend. Und da kann ich mir gut vorstellen, da bekommst du nach einer Weile Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, wie es bei denen ist, die eine haben. Können ja mal die Erfahrung in die Kommentare schreiben. Also das Motorrad ist toll, Leistung ist toll, Fahren ist toll, aber diese Lautstärke vom Motor wäre für mich ein K.O.-Kriterium, muss ich echt so sagen. So, dann habe ich mich noch angemeldet für die Honda NT1000 mit DCT-Getriebe, also Doppelkupplungsgetriebe. Da war ich auch neugierig, wie fährt so ein Motorrad, ohne dass man schalten muss. Ich dachte früher immer so, Automatikgetriebe, sei es beim Auto oder beim Motorrad, das ist nur was für ältere Leute. Ich fahre mittlerweile selber ein Automatikauto. Ist einfach geil, oder? Es ist einfach geil, es klingt doof, es ist abgefahren. Ja. Also ich hatte ja früher einen Sportwagen, Nissan 350Z mit Gangschaltung, super, hat echt Spaß gemacht. Aber seit ich hier in der Stadt wohne, du hast viele Ampeln, immer kuppeln, anhalten, und das war echt nervig. Deswegen bin ich auf Automatik umgestiegen, und deswegen hat mich das auch beim Motorrad interessiert. Es ist ein bisschen eine Umgewöhnung, aber das hat man relativ schnell drauf. Du hast ja kein Schalter, du kannst schalten manuell, du hast quasi Plus, Minus, und dann kannst du manuell hoch und runter schalten, wenn du möchtest. Aber es gibt auch Fahrmodi, und ich habe mich ein bisschen eingelesen oder ich habe YouTube-Videos angeschaut, und da haben die meisten gesagt, sie nehmen den Sport 1-Modus. Es gibt da Sport 1, 2, 3 und einen normalen Modus. Dann habe ich auch auf den Sport 1-Modus geschaltet, und es war super zum Fahren. Also du hast immer Power. Und vor allem, wenn du Vollgas gibst, dann schaltet ihr auch runter. Das ist so ein Kickdown, wie beim Auto auch. Funktioniert super. Und ich habe gemerkt, wir waren ja in der Kolonne unterwegs, in der Gruppe. Und viele sind die CBR Fireblade gefahren. Und an der Ampel war es immer so, die Jungs, ne, Ampel hat umgeschaltet, erstmal kuppeln, Gang rein, dann anfahren. Und ich habe Automatik gehabt, ich bin einfach nur losgefahren. Ich war schneller wie die, und zwar total entspannt. Und wenn wir abgebogen sind, dann schaltet die eben auch in der Kurve, wo du normalerweise nicht schaltest. Nicht schalten, würdest du nicht. Nee, weil du in der Kurve kommst du ja auch unter den Schalthebel. Das ist total sanft. Du kriegst auch keine Unruhe ins Motorrad, sondern du kannst wirklich ganz stabil und sicher fahren. Ich war begeistert und könnte mir auch vorstellen, sowas vielleicht in der Zukunft tatsächlich zu fahren, weil du dich auch mehr aufs Motorradfahren tatsächlich konzentrieren kannst und nicht mehr das Schalten im Hinterkopf hast.
Und wenn du mal schalten willst, ist gar kein Thema. Drückst du zweimal auf Minus, schaltet zwei Gänge runter. Also, dir geht da nichts verloren. War echt eine sehr positive Überraschung. Also ich muss sagen, ich bin bisher noch gar keine gefahren. Ich muss mein Feeling von der Vespa quasi portieren. Ah. Bei der Vespa macht es halt total Spaß zu schalten. Es ist halt bei der Vespa, sage ich mal, so ein bisschen Kult mit, dass du einfach schaltest. Weißt du, deine Handschaltung? Genau, du hast die Handschaltung mit der Kupplung. Ist mega cool. Bei der CBR macht das Schalten auch Spaß. Da tust du aber eher das Power-Shifting anwenden. Mhm. Also sprich, ich gebe Druck an den Schalthebel, gehe ein bisschen vom Gas runter, der Gang springt rein. Also ich habe keinen Power-Commander, dass ich quasi durchschalten kann. Quickshifter. Quickshifter, genau. Das ist der Fachbegriff dafür. Habe ich nicht. Ich mache es manuell. Beim Touring-Bike glaube ich, dass es aber eine echt coole Sache ist. Also klappt bei meiner BMW F650 auch gut. Schalten, ja. Ohne Kupplung, Gas runternehmen, dann geht es hoch, geht auch runter. Ja. Bei den Motorrädern, wo ich Probe gefahren bin, die hatten auch Schaltautomaten drin. Also bei der Ninja H2 hat der super funktioniert. Bei der Versys, da war der etwas hakelig, die hatten zwei Zylinder. Das war der V2. Ne? Da hat man ein bisschen Druck gebraucht, das war eher unangenehm. Ja, und ich habe noch ein Motorrad vergessen. Siehst du, ich war nämlich auch beim Motorradhändler und da bin ich nämlich die BMW, ist das die F900? Die sportlichere, das ist so ein Crossover-Bike. Ja, ich weiß, welche du meinst. Gefahren, der hat ja auch einen Schaltautomat. Den fand ich auch nicht so toll. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn du zwei Zylinder hast, ist es nicht so toll, wie wenn du vier Zylinder hast. Bei den Vierzylindermaschinen funktioniert es viel sanfter und besser. Also bei der Kawasaki, bei der H2, das war echt Hammer. Du hast einfach Gas gegeben und hast währenddessen hochgeschaltet. Dann machst du so, wie so beim Formel 1 Rennwagen. Ja. Also echt Hammer, beeindruckend. Genau, ich bin die BMW gefahren. Das war auch eine tolle Erfahrung, auch ein tolles Motorrad, hat mir sehr gut gefallen. Und von der bin ich dann zum Händler gegangen und bin eine Triumph Tiger Sport 1050 Probe gefahren, die war allerdings gebraucht, Baujahr 2012, ohne ABS. Der Preis war sehr attraktiv, aber ohne ABS, wenn ich mir die gekauft hätte, hätte ich mir vom Stefan wieder was anhören dürfen. Deswegen, die Maschine gefällt mir sehr gut. Aber wenn, dann würde ich mir eine kaufen ab Baujahr 2016. Ab da haben die ABS, Facelift. Aber die sind halt preislich eben auch noch auch ziemlich hoch. Von daher ist es so ein bisschen Zukunftsmusik. Aber ich muss sagen, tolle Erfahrungen gesammelt. Es war echt ein Hammerjahr, was Motorradfahren angeht. Ja. Also ich muss wirklich sagen, das Wort oder die Wörter Triumph Tiger habe ich dieses Jahr sehr, sehr oft gehört. Und ich glaube, das ist mitunter dein Traumbike mittlerweile. Ich habe mir auch sehr, sehr viele Anzeigen dazu ansehen müssen. Und ich muss sagen, ich finde das Bike optisch auch sehr, sehr hübsch. Ich bin wirklich gespannt, ob das irgendwann kommt oder nicht. Ich muss sagen, ich persönlich sehe mich irgendwann bei einer F800 GS. Das habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben, und zwar unter der Rubrik Zukunftsmusik. Mhm. Da habe ich mir aufgeschrieben, vielleicht eine BMW F800 GS. Ja. Sie ist ein bisschen schwerer als unsere 650er, aber sie hat halt mehr Leistung und könnte dann wirklich alles abdecken. Ja, das könnte so das Alltagsmotorrad schlechthin werden. Ja. Reismotorrad, Alltagsmotorrad. Ja. Die steht bei mir auch auf dem Plan. Genau. Ja, also ich muss sagen, ich sehe das sehr, sehr ähnlich wie Sascha, denn wir sind Menschen, wir sind sehr spontane Menschen. Ich kann jetzt wieder meinen Zweitkanal empfehlen. Ich frage, ey, Sascha, hast du Bock auf eine Pommes-Tour? Und wir fahren nach Belgien und gehen Pommes essen. Und das ist eigentlich Standard so beim Motorradfahren. Wir machen nicht lange Pläne über Hotels und Trips oder sonst irgendwas. Wir nehmen uns irgendwas vor, buchen das bei Booking.com oder sonstigen Hotel-Apps,
und fahren los. Und darum ist es ganz wichtig, dass du ein Motorrad hast oder dass wir ein Motorrad haben, was autobahnfest ist. Mit unserer BMW GS funktioniert es eigentlich relativ gut. Aber wie gesagt, ab 120, 130 ist es einfach so ein bisschen unangenehm. Wenn du 100 komplett durchsprinterst, super angenehm. Dauert halt aber auch Stunden, bis du zum Beispiel in Österreich bist. Ja. Ne? Und das ist halt total nervig. Also ich muss sagen, ich liebe meine F650 GS mittlerweile richtig. Die ist mir richtig ans Herz gewachsen. Aber dieser fehlende sechste Gang, der nervt mich as fuck. Ja, jetzt haben wir noch so 20, 30 PS mehr. Ja, also ich muss sagen, die PS-Zahl finde ich eigentlich ganz okay, weil es relativ angenehm ist zu fahren, ja. Aber auf der Autobahn merkt man es halt extrem. Und ja, wenn du halt tatsächlich Autos überholen möchtest oder auch teilweise LKWs überholen möchtest auf der Ausfahrt, ja, da merkt man das, dass er nur, in Anführungszeichen, nur 50 PS hat. Also es ist schon... Es wäre schon nice, ein bisschen mehr Dampf zu haben, aber trotzdem diese Soundkulisse mit diesem Drehmoment zu haben. Ich dachte, du wolltest jetzt hinaus auf meine Panne. Ja, Pannen, komm. Kommen wir doch mal zu den Trips 2022 und zu den Pannen. Also zu den Trips habe ich mit aufgeschrieben, ich hatte einen ganzen spontanen Trip nach Frankreich mit Andy. Da hatte ich ganz frisch meine BMW und ich dachte eigentlich, dass Andy auch mit der BMW fährt. Ah. Ja, er ist aber mit der CBR gefahren. Und es war tatsächlich so, wir waren 3 Stunden unterwegs und irgendwo bei, ich glaube Straßburg war es gewesen, sagte Andi zu mir, ey, lass mal zurückfahren, ich habe so Kreuzweh, ich kann nicht mehr. Oh, echt? Ja. Hast du mir gar nicht erzählt? Echt nicht? Nee. Ja, ich habe Andi gefragt, ob er uns noch ein Voice-Statement gibt zu diesem Video. Ich hoffe, dass das noch kommt. Dann tue ich das jetzt hier einwenden. Das war sehr, sehr kurios, denn ich wollte mit der BMW wirklich noch weiterfahren. Andi war wirklich komplett am Ende. Ich war in Südtirol, Österreich, quasi fast schon Italien, mit Johannes. Da gibt es ein richtig langes Video auf dem Zweitkanal der Maisi. Wir waren in Belgien. Dazu gibt es die Pommes-Tour auf der Maisi, Zweitkanal. Und ich war mit Werner noch im Schwarzwald und auch in Frankreich. Also wir haben da eine riesige Tour gemacht im Westen quasi und haben auch einen riesengroßen Boden gefahren. Und es war einfach nur cool. Also ich muss sagen, so viel Motorradtrips in einem Jahr habe ich dieses Jahr noch nie gemacht. Oder Quatsch. So viele Motorradtrips wie dieses Jahr habe ich generell noch nie gemacht. Was ich ein bisschen schade finde, Benedikt, was ist los, Mann? Wir wollten auch Motorrad fahren. Verdammt nochmal. Ja. Und ja, das ist die hessische Odenwald-Motorradgruppe. Da ist die Johanna mit dabei. Die fand das, glaube ich, nicht so lustig, dass ich mit der BMW fahre, weil ihr war es zu langsam. Sie kennt mich halt mit der CBR, wo wir halt früher etwas schneller unterwegs sind. Ich glaube, mittlerweile fahre ich da auch nicht mehr so, was heißt schnell, ein bisschen sportlicher unterwegs. Und das ist der richtige Begriff. Und ich glaube, sie hat sich ein bisschen gelangweilt, als ich ihr mal meine BMW gezeigt habe. Und ich einfach ein bisschen langsamer um die Kurven fahre. Ja, Pannen. Kommen wir zu den Pannen. Also, man muss sagen, für die Leute, die aus der Metropolregion Rhein-Neckar kommen, für die Leute ist bestimmt der Geiberg ein Begriff. In diesem Jahr habe ich gerade zweimal da gestanden. Nämlich einmal mit deiner, hinter deiner Suzuki und einmal hinter deiner BMW. Okay. Was war denn da los? Mit der Suzuki, das weiß ich gar nicht mehr. Echt, echt nicht? Nee. Also wir sind den Geiberg hochgefahren und bei der ersten Fahrt ist die Suzuki stehen geblieben. Sprit leer. Ja. Oh nein, ist auch peinlich. Ja. Das, ja, peinlich, aber sehr, sehr lustig. Der Vorteil war, dass wir schon auf dem Berg drauf waren. Ja. Wir sind dann ins Tal runtergerollt zur Tankstelle. Und für die Leute, die dieses Bike nicht kennen, ich glaube, sie hat keine Tankanzeige. Nee, die hat quasi einen Reservetank. Genau. Und das Problem war, dass der nicht funktioniert hat. Genau, also sprich, das ist wie bei der Vespa auch, der Benzintank hat ein Röhrchen und wenn du auf Reserve schaltest, dann wird halt der Benzinbereich unter diesem Röhrchen angefasst. Mhm. Wenn dieser Bereich aber durch Rostflocken oder sonst irgendwas verstopft ist, funktioniert es nicht. Und die Suzuki GS 500, das war ein Bastelbike von Sascha.
Ich fand sogar richtig toll, dass Sascha das aufgebaut hat. Ich hätte es am liebsten wirklich gefilmt für YouTube, nur es ging nicht, da die Werkstatt am Arsch der Welt sozusagen ist. Ich kann da nicht immer nach der Arbeit mit der Kamera hingehen, das hat nicht funktioniert. Ja. Und ja, das war unsere erste Panne im Jahr 2022. Damals fand es noch lustig. Mittlerweile tut mir es fast leid, weil ich kenne das ja mit der Vespa auch. Wenn du einfach ein Objekt hast, ein Projekt hast, wo du mit Herzblut aufbaust, dann passiert sowas, ist es einfach ein bisschen doof. Ja. Ja. Das Lustige war, dass wir mit der BMW genau an der gleichen Stelle liegen geblieben sind. Genau. Und was war denn da los? Ja, da mussten wir dann sogar abgeschleppt werden. Also ich habe einen guten Freund angerufen, der kam dann in den Hänger. Und dann haben wir die BMW auf den Hänger und haben sie nach Hause gebracht. Und da war das Problem, ich muss sagen, mir ist eine Woche vorher, bin ich mit einer Sozia gefahren und da ging die mir auch dort am Berg aus. Dann habe ich die wieder angemacht, dann lief die wieder und ich konnte 2 Stunden fahren ohne Probleme. Kam mir ein bisschen komisch vor, aber gut, sie lief ja wieder. Und dann passierte die Panne mit dir und da lief sie halt nicht mehr an. Ja, da war dann der Ofen aus. Wir hatten eine Vermutung, du hast mir ja auch ein bisschen geholfen, wir haben uns gegenseitig beraten und wir sagen einfach, die bekommt nicht genug Sprit. Das muss was mit der Einspritzung oder mit der Benzinpumpe zu tun haben. Da müssen wir mal ansetzen. Und dann haben wir die Benzinpumpe ausgebaut und siehe da, das stimmt ja gar nicht. Das funktionierte, weil ich direkt Sprit mit der Pumpe, genau, ich habe die Pumpe direkt an die Batterie angeschlossen, an 12 Volt. Die hat funktioniert und hat dann direkt Sprit gesaugt, weil ich habe im Internet recherchiert, viele tauschen dann die Benzinpumpe aus. Das habe ich öfters gelesen, aber die hat bei mir funktioniert. Und beim Einbauen habe ich gemerkt, dass da ein Kabelbruch vorlag. Und dann war die Sache natürlich klar. Ich habe das Kabel dann wieder festgelötet und gerüttelt und war der Meinung, das Ding ist bombenfest. So, bauen wir wieder ein. Hat auch funktioniert. Sehr gut. Kann man so sagen, ja. Also wir waren zweimal im Odenwald unterwegs. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und dann war die Idee da, wir fahren nach Belgien. Genau. Spontane Pommes-Tour. Spontane Pommes-Tour, genau. Seht ihr auch auf der Maisi. Ich habe Sascha tatsächlich noch gefragt, bist du sicher, fahren wir mit dem Bike? Er sagte ja. Ja. Das hat auch relativ gut funktioniert. Ja. Wir sind über Saarbrücken nach Trier gefahren oder über Trier nach Saarbrücken, sind drüber durch Luxemburg, haben da eine Pause eingelegt, haben wir beim Aldi oder beim Lidl war das ein paar Brötchen geholt und sind dann Richtung Campingplatz Belgien gefahren. Ja. Dann hat es angefangen zu regnen. Genau, dann haben wir jetzt umgestellt bei der Tankstelle. Richtig, ich blende mal jetzt kurz eine Szene hier ein. Ja, das war die Szene, wo wir halt quasi Chips gegessen haben im Regen und dann wollten wir weiterfahren. Wir sind, ich glaube, 5 Meter weit gekommen. Ja, genau. Und dann sind wir stehen geblieben. Ja. Man muss natürlich sagen, falls ihr das hier seht, wir haben Sprechfunk an den Helmen. Also sprich, auf jedem Motorradtrip tun wir miteinander kommunizieren, weil nur mit Handzeichen funktioniert das nicht. So, das heißt, wir hatten die erste Panne im Ausland. Absolut neu für mich, absolut neu für dich. Ja. Kurioserweise direkt vor einem BMW-Händler. Genau, BMW-Autohändler. ich hatte schon eine Vermutung, weil sie sprang nicht mehr an. Ich dachte mir, okay, ich habe das zwar repariert, aber vielleicht hat sich irgendwas gelöst. Es liegt an dem, es war naheliegend und das war dann auch tatsächlich so. Ich habe quasi die Sitzbank abgemacht, habe die Verschraubung gelöst und habe dann die Benzinpumpe rausgeholt und es war quasi dieser Kabelbruch, die Verlötung hat sich durch Vibration wahrscheinlich irgendwie gebrochen und ich musste das wieder fest verbinden. Ich habe dann dort in der Werkstatt mit Englisch gesprochen
habe denen den Fehler gezeigt. Die haben gesagt, ja, wir helfen ihnen oder ja, kommt jemand. Ich dachte, das ist ja schnell gefixt, ne? Ein Lötkolben, das Ding richtig heiß machen und diesmal richtig gut verlöten. Aber da kam niemand. Ich stand und wartete, ging 20 Minuten rum. Dann fing es wieder an zu regnen. Dann habe ich das Motorrad, der Tank war ja offen. Und wir hatten zuvor noch getankt an der Tankstelle, der war randvoll. Genau, der war randvoll, ja. Ich habe das Motorrad vom Hauptständer genommen, dann war erstmal so ein ganzer Schwupp Benzin auf dem Boden, überall im Regen, war nicht so toll. Habe das Motorrad in die Halle reingeschoben, die Leute haben geguckt, aber niemand hat gefragt oder geholfen. Das fand ich ein bisschen unfreundlich von den Belgiern. Ja. Ich war dann so verzweifelt, dass ich das selbst zerlegt habe und habe dann letztendlich mit dem Messer die Quetschverbindung aufgebogen, habe das Kabel reingemacht und habe es so gut ich konnte mit aller Kraft wieder zusammengequetscht. Mit meinem Bordwerkzeug, das ich mir ein paar Tage vorher noch gekauft hatte, habe es dann wieder eingebaut. Das stimmt ja gar nicht. Ich habe das zusammengesteckt und nur leicht zusammengedrückt, weil ich bin dann losgefahren. Das Problem war noch, dass ich keine Navigation hatte, weil die hattest du. Genau, das wollte ich gerade sagen. Das Problem war zu diesem Zeitpunkt, dass wir um 15 Uhr in unser Hotel einchecken mussten. Und das war zu diesem Zeitpunkt 13 Uhr irgendwas und wir hatten noch über eine Stunde Fahrt. Und die Frage war, was wir machen. Und daraufhin haben wir uns geeinigt, pass auf, ich fahre vor, check ein, dass wir das Hotel haben und je nachdem, was ist, rufe ich dich an und gib dir Bescheid, was los ist. Was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten, ist, dass das mobile Internet bei Sascha mit dem EU-Roaming nicht funktioniert. Ich schicke ihm also schön die Adresse und schicke ihm den Status, was jetzt los ist, ich fahre los. Was ich erst im Nachhinein bemerkt habe, ich habe dummerweise noch den kurvenreichen Modus in meinem Navi angehabt. Ich bin nämlich ohne Scheiß aus Belgien nochmal nach Frankreich rausgefahren und von Frankreich quasi wieder nach Belgien rein. Zu diesem Zeitpunkt war das noch logisch für mich. Ich habe das erst später verstanden, als Sascha zu mir gesagt hat, er ist einfach nur Autobahn gefahren und war eine halbe Stunde da. So, ich bin also vorgefahren, habe in das Hotel eingecheckt. Aber halbe Stunde passt nicht, es war länger. Ja, oder dreiviertel Stunden. Also es war viel kürzer als mein Weg. Weil ich dachte schon, mein Navi sagt, Grenzübertritt Frankreich. Und ich dachte mir so, what? Aber ich glaube, ich bin doch noch eineinhalb Stunden gefahren. Ja, es war sehr, sehr strange und an dem Tag hat es auch dauer geregnet. Ihr habt ja eben die Szenen gesehen, es war ein komplett regnerischer Tag. So, und dann bin ich im Hotel angekommen und frage so, was los, soll ich dir entgegenkommen, soll ich irgendwas besorgen? Keine Antwort, nicht mal zugestellt, was ist los? Und dann habe ich langsam wirklich Angst bekommen, weil ich war ja dann ein oder zwei Stunden in der Unterkunft. Und es ist halt nichts passiert. Keine Antwort. Ich habe gesehen, die Nachrichten wurden nicht zugestellt. Was ist los? Und irgendwann bekomme ich eine WhatsApp, sitze gerade im KFC, habe jetzt Internet, mobiles Internet funktioniert nicht. Genau. Und da war wirklich der Tag schon fast gelaufen. Ja. Ich habe wirklich Angst gehabt, dass wir den kompletten Trip abbrechen müssen. Dass wir ADAC, also für alle Leute, die jetzt fragen, haben wir keinen Pannenservice oder sowas. Wir haben sehr wohl einen Pannenservice. Also ich bin im ADAC, du bist in dem Deutschland Mobil Club, glaube ich. Genau, also wir hätten jederzeit einen Pannendienst rufen können. Nur ich glaube, unser Ehrgeiz war da einfach zu hart, den nicht zu rufen. Ja. Und es war für mich tatsächlich, weil ich der Wartende war, sehr, sehr kurios, dass mein Bike-Buddy quasi nicht da ist und ich nicht weiß, was los ist. Und aber als ich die Story danach gehört habe, du bist ja dann losgefahren, dann ist wieder was passiert. Ja, ich war auch ziemlich verzweifelt. Also ich bin zum KFC in der Stadt, genau, weil ich keine Navigation hatte und habe dort gefragt, ob ich das WLAN-Netz benutzen darf und habe mir dann quasi eine Karte runtergeladen,
von der Region. Das waren Gigabyte. Und da hatte ich dann auch mit dir geschrieben. Ich weiß nicht, warum mein Netz nicht funktioniert hat. Ich glaube, wir haben dann das Handy neu gestartet oder neu konfiguriert und dann ging es plötzlich. Es hat sich halt irgendwie aufgehängt. So, und es hat dann auch wieder geregnet. Ich hatte zwischendurch mal einen Regenkombi angezogen. Den habe ich dann später wieder ausgezogen. Auf jeden Fall bin ich auf die Autobahn gefahren und ich glaube, ich war keine halbe Stunde unterwegs. Mitten auf der Autobahn, fahre gerade an einer Raststätte vorbei, hat mein Motorrad keine Leistung mehr, nimmt kein Gas mehr an. Dann bin ich an der Raststätte vorbei, schnell rechts rüber und quasi gegen den Verkehr in die Raststätte rein gerollt, musste dann zwischendurch absteigen und habe es dann noch ein bisschen geschoben. Bin reingegangen in die Raststätte, habe wieder um Hilfe gefragt, ob mir jemand helfen kann. Da war ein junger Mann, der wollte mir helfen. Und da war eine ältere Frau, die hat gesagt, nee, das geht nicht, wir haben hier Kundschaft und so. Und dann hat sie ihn davon abgehalten. Also stand ich wieder alleine da. Und ich war echt am Ende, weil es hat geregnet. Und wenn es schifft, du willst nicht den Tank aufmachen, Benzintank aufmachen, dass es da reinregnet. Ja. Ach, ich war schon ein bisschen am Ende, aber es blieb mir ja nichts anderes übrig. Hab's nochmal aufgemacht und habe gesehen, das Kabel ist wieder raus aus der Verquetschung. Und da habe ich dann wirklich mit aller Kraft gequetscht und gequetscht und gesagt, ey, das muss halten. Hab das dann wieder repariert, gefixt und da bin ich echt froh und dankbar, dass das bei der BMW so einfach geht. Weil bei jedem anderen Motorrad Tank abbauen, das kannst du nicht machen. Ja? Wenn es regnet vor Ort, das geht nicht. Von daher bin ich echt froh, dass ich das selbst reparieren konnte mit Bordwerkzeug. Und es hat dann tatsächlich auch gehalten, die ganze Tour hindurch. Ich bin dann durchgefahren zu dir. Das war ein echtes Abenteuer, muss man sagen. Wir werden jetzt, ich tue jetzt mal das Happy End hier einblenden. Ja, wie ihr seht, also ich war wirklich happy, dass dann auch Sascha noch unser Ziel erreicht hat, weil ich habe selber auch schon wirklich fast gezweifelt, weil es ist halt einfach doof, sowas alleine zu machen. Ich meine, es gibt Leute, die tun alleine durch Europa reisen mit Motorrad und Co. Ist bei mir nicht der Fall. Ich habe immer einen Bike-Buddy oder mindestens einen dabei. Mein Traum ist ja immer noch, dass wir zu viert eine riesige GS-Tour machen. Aber ich muss sagen, Belgien war der kürzeste Trip, aber lustigerweise der erfahrungsreichste irgendwie. Ja. Also ich muss sagen, ich glaube, den Belgien-Trip, den werde ich nicht vergessen, weil allein diese Situation, wir fahren los im übelsten Regen und wir sind wirklich pitchnass geworden im Belgien-Trip. Und dann sagt Sascha über Funk, meine Maschine hat keine Leistung mehr. Ich dachte mir nur so, fuck, das darf jetzt nicht wahr sein. Jetzt haben wir einmal kurz ein Loch und es geht nichts mehr. Und ja, im Endeffekt, wir sind dann in der Unterkunft angekommen und dann ging es erst richtig los. Wir waren finally 3 Tage dann, oder 2 Tage, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 2 Tage in der Unterkunft, wir hatten permanent Regen. Ja. Wir haben von Belgien quasi nichts gesehen. Das waren unsere Pannen und Moped-Erfahrungen im Jahr 2022. Im nächsten Trip werden wir dann über unsere Trips im Allgemeinen sprechen. Bleibt dran, lasst ein Like und ein Comment und ein Abo da. Vielen Dank und tschüss.